wir zu einem dunklen, aber dennoch sehr wichtigen Thema in der Dirndl-Geschichte, dem Nationalsozialismus. Das Dirndl ist, wie gesagt, so um 1900 entstanden, für die Sommerfrische auf dem Land, von den Städterinnen getragen und ist dann in den 10er und 20er Jahren immer beliebter geworden und konnte dann letztendlich im Nationalsozialismus wieder aufgegriffen werden und wurde dort vermarktet als das Kleid der guten deutschen Frau, die Frau, die zu Hause ist, die sich um die Kinder kümmert. Die trägt ein Dirndl. Und im Nationalsozialismus gab es die Vorstellung, dass man mit Uniformierung Einheit, Gemeinschaft schaffen kann. Und Uniformen haben aber schnell einen militärischen Charakter. Da war dieses Trachtenthema eigentlich, kam wie gerufen, weil man dort eben eine Uniformierung in einer Form hinbekommen konnte, ohne dass es gleich eine wirkliche Uniform wurde. Und so wurde die Mittelstelle Deutsche Tracht ins Leben gerufen in Innsbruck, wo aus den deutschen und auch österreichischen Gauen auf Grundlage von historischen Schnitten und historischen Stücken Tracht entworfen werden sollte, Dirndl entworfen werden sollten, die sich an ein Einheitskleid anlehnen, aber dennoch für jede Region eben bestimmte spezifische Merkmale haben. So sind eben Entwürfe entstanden, unter anderem eben für Österreich, aber für Bayern zum Beispiel, für Berchtesgaden, für den Tegernsee, für Mittenwald und so weiter. Diese Dirndl sind eigentlich genau so gearbeitet worden, wie wir Dirndl heute kennen und haben eigentlich dem Dirndl auch das Aussehen gegeben, was wir heute kennen. Genau diese Kombination aus einer weißen Bluse, einem Kleid und einer Schürze dazu. Und in der Mittelstelle sind auch teilweise die Dinge, die wir heute als Regeln für festgeschrieben halten, für Dirndl entstanden, die gar nicht wirklich historische Grundsätze haben, sondern die sich ausgedacht worden sind. Zum Beispiel, dass eben die Schürze 5 bis 7 cm kürzer sein sollte als der Rock. Die Mittelstelle entwarf somit Vorschläge, wie eben diese Dirndl aussehen sollten und hat gleichzeitig Schnittmuster kreiert und Schneiderkurse gegeben, wo man eben lernen konnte, wie man sich sein eigenes Dirndl schneidert. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs haben diese Ideen überdauert und auch die Mitarbeiterin und vor allen Dingen Gertrud Pesendorfer, die damalige Leiterin der Mittelstelle Deutsche Tracht, hat das weiter verfolgt und hat eben weiterhin Trachtenkurse angeboten, Schneiderkurse, in denen man lernen konnte, wie man sich sein eigenes Dirndl schneidert, auf den Entwürfen aus dem Nationalsozialismus. Und wenn wir diese Entwürfe uns anschauen, dann sehen wir, dass es quasi genau das Gleiche ist, was wir heute immer noch als Dirndl verstehen und tragen. Und auch wenn das Dirndl eigentlich durch die Nationalsozialisten zu dem geworden ist, was wir heute darunter verstehen und was wir kennen und was wir alle gerne tragen, ist das etwas, was heute kaum noch jemand weiß oder was kaum noch jemandem im Bewusstsein ist. Und das Dirndl hat heute eine ganz andere Bedeutung. Es hat quasi diese nationalsozialistische Vergangenheit abgelegt, auch wenn es optisch immer noch sehr ähnlich aussieht und wird heute ganz ohne Konnotation von Nationalsozialismus auf den Volksfesten getragen und bei schönen Anlässen. Die modische Entwicklung des Dirndls ist ganz, ganz nah mit der modischen Entwicklung zu der Zeit in Verbindung zu setzen, weil das Dirndl ist immer beeinflusst worden von der Mode der Zeit. Wenn wir hier so ein Dirndl sehen, was eben sehr, sehr klassisch ist, mit der weißen Bluse, hier oben mit einer Rüschenborte, einer passenden Schürze dazu. Das Dirndl hat auch eine, wie man sagen würde, eine angemessene Länge. Das geht so etwas übers Knie rüber, so wie man das klassisch getragen hat und ähnlich wie es heute auch wieder modern geworden ist. Wir haben hier eine Knopfleiste, auch das ist etwas, was wir heute auf der Wiesn wieder sehr, sehr oft sehen. Rüschen sind inzwischen weniger geworden, da tragen wir heute es wirklich eher ganz, ganz, ganz schlicht. Aber so um die 2000er gab es ganz viel Rüschen, da gab es auch ganz, ganz viel Spitzenschürzen. Da war es einfach peppiger, glitzernder. Und so wie die Mode heute auch etwas beruhigter ist als so um die 2005er, 10er Jahre, ist die Tracht auch etwas ruhiger geworden. Zu anderen Zeiten können wir aber auch ganz andere spannende Dinge beobachten. Und in der nächsten Folge, auch zum Thema Dirndl, schauen wir uns noch die modische Entwicklung der letzten 50 Jahre näher an.